Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir mit einem Motto-Team am Start und zwar Team Wildnis. Wir haben ein Skaraborn, ein Eichhörnchen, also ein Schlaraffel und ein Eisbären dabei. Alles Pokémon, die man potenziell so in der Wildnis treffen könnte oder beziehungsweise Pokémon, die auf ein wahres Tier begeben oder Bezug zu einem Tier haben, zu einem Pokémon. Ihr wisst, was ich meine. Viel Blabla, ohne was auszudrücken, das kann ich. Schlaraffel. Führung darf hier auf jeden Fall. Ich muss raus, ne? Schlaraffel ist ein doofes Pokémon, aber es ist krass gegen Tromburg. So doof meine ich nur, weil der ein oder andere von euch das Ding nicht mag, wegen dieser fetten Defensive, aber als Safe Switch kann das Ding wirklich stark sein. Und ich brauche das hier, um hier vielleicht das Matchup zu reißen. Dass du rausgehst, finde ich nicht verkehrt, denn ich möchte dich hier ein bisschen angreifen, dir vielleicht den einen oder anderen Schaden zufügen, wäre mir da sehr recht. Und du hast zwar fette Attacken und einen guten Angriffswert, deine Defensive lässt aber zu wünschen übrig. Und vielleicht die erste Attacke schilden, potenzielles Erdbeben würde ich gerne schilden. Tust du's? Tust du's? Nein, Justus, tust du's nicht. Jetzt noch den Boost als Strafe. Ich hätte so gern Erdbeben geschildert. Nicht jeder verfolgt diese Philosophie, die ich habe. Dass wenn der Gegner ein defensives Pokémon hat, dass der auf jeden Fall nicht ködert bei der ersten Attacke. Egal, dann zimmerst du mir gleich das Erdbeben und ich werde dann den Schaden sehen und mir ja denken, hey, auch das hätte ich gut überleben können. Aktuell habe ich kein Problem damit, dieses Matchup hier zu holen. Problematisch ist es für mich, wenn du noch einen Glurak hinten hast. Denn ich mag mit beiden meiner Pokémon kein Glurak. Und auch das hätte ich dann vorhin durchlassen können. Beziehungsweise kein Glurak oder in dem Fall generell kein Flug-Pokémon. Wobei Glurak mich schon zerstört. Skaraborn mag gar keinen Flug durch beide Typen. Zack, ich habe den Wechsel geholt. Oh, du machst das so. Ich muss dann mit meinem Skaraborn gegen dich kämpfen. Und dann habe ich meinen Eisbären noch gegen Trombok mit den sehr effektiven Attacken. Könnte ebenfalls spannend werden. Kannst du komplett farmen? Nein, du könntest aber jetzt abfangen. Bitte sei nicht so. Das ist gerade wichtig und richtig. Das ist gerade gar nicht so verkehrt. Der Eisbär braucht auf jeden Fall den Schild. Runterfarmen lassen darf ich mich nicht. Also gehe ich jetzt langsam rüber. Hab ja immer noch den Felswurf. Oh, du sitzt niemals hier ein? Du holst dir einfach nur Energie bis heute Morgen und übermorgen. Grüße, sagte Mark Forster. So, Mark Forster passt auch passend zu diesem beiden försterlichen Pokémon. Der war so schlecht jetzt gerade, versteht ihr? Mark Forster und wegen dem Forst und dem Pokémon und dann anstatt fürsterliche Grüße, försterliche, egal, ich lasse es. Ihr wisst alle, was für ein Quatsch ich gerade erzähle. Okay, du hast drüben heftige Energie. Schaffe ich noch einen Move? Komm schon! Ach, Skari! Larifari Skari. Zack, jetzt kann ich... Oh, die Animation ist fett. Der holt da die übelste Bärenpranke aus und ballert da richtig drauf los. Das ist so eine geile Animation. Wichtiger Schild. Das ist das Wichtigste, was ich hier hätte schilden müssen. Denn das macht am meisten Schaden. Bitte geh einfach drauf. Nein. Okay, ich habe verloren. Zu 100%. Leider hat dieses andere Pokémon genug Energie, um mich danach wegzusnipen. Ah, du hast noch einen Spukball. Ich halte halt auch nichts aus, ne? Guck mal. Jetzt drücke ich dir hier die Attacke, ich gewinne zwar den Gleichstand, ich hätte auch rauswechseln können, bringt mir aber nichts, da du leider noch zwei Schilder, beziehungsweise ein Schild und genug Energie hast, um mich aufzunehmen. Hier kommt ein Knirscher, drüben kommt ein Knirscher und das war's. Die Animation meines Eisbären ist aber fett. Das Ausholen mit der Bärenpranke ist genial. Ich will nicht sehen, wie du Schlaraffel besiegst, lass mich aufgeben. Ich will mir das nicht mehr angucken. Dickerchen, no! Oh, Glück gehabt. Wir haben es geschafft, unserem Schlaraffel vor dem Draufgehen zu bewahren. Es war schon mal wichtig und richtig, dass das Pokémon da nicht drauf geht. Gefällt mir. Einfach rausgehen, rauswechseln, das Ding lebt noch. Okay, ich hatte halt Schwierigkeiten. Ne? Das Team ist, würde ich sagen, nicht unbedingt zu empfehlen, da man viele verschiedene Pokémon gar nicht begegnen möchte. Aber so, es macht halt Spaß. Es ist funny und das ist das, was zählt. Pyroleo, uff. Aber Konter tut dir weh, du tust mir aber mit Einäschern auch weh. Ist aber nicht so tragisch, weil guck dich den Schaden an. Bis du mal eine Attacke hast, 1. 2 habe ich heftig viel Schaden ausgeteilt. Du hast danach die Nitro-Ladung, aber das hier kannst du schon gar nicht mehr überleben, ohne drauf zu gehen. Also bekomme ich deinen ersten Schild und ich gehe raus. Oh, du setzt gar nicht ein. Das ist gerade crazy. Guck mal, ich setze ebenfalls noch nicht ein, weil ich die Sofortattacke haben will. Du hast jetzt eine Nitro-Ladung. Hast du schon 2? Hast du 2 gegen Schlaraffel gemacht? Ich weiß es nicht. Nitro-Ladung kommt. Kann ich überleben? Oh,
Skoro kommt zurück. Ich glaube, dass du noch einen Move ready hast. Interessant. Aber wir haben gesehen, dass sich das hier relativ gut spielen lässt. Da ich auch noch einen Energievorteil habe, geht das klar. Erdbebenschilden wäre jetzt tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich werde mich aber auch draufgehen lassen, damit ich ganz entspannt mit meinem Eisbären danach runterfahren kann. Denn beide Sofortattacken vom Eisbären sind halt, oder die Sofortattacken von meinen Eisbären sind halt sehr effektiv gegen beide deiner Typen. Wir können das auch so formulieren. Und wenn ich dich dann besiegt habe, würde ich versuchen, die letzten Attacken Schaden anzurichten. Erdbeben überlebe ich nicht mehr. Nachthieb auf jeden Fall, da musst du noch einen einsetzen. Erdbeben wäre energieeffizienter, da du mich damit auch besiegst und nicht zwei Attacken brauchst. Eins, zwei, drei. Kommt jetzt Pyroleo wieder rein? Ich glaube ja, okay. Dann fangen wir die Attacke hier ab. Werden das jetzt einmal schilden und ich denke trotzdem, auch wenn du Schaden zufügen wirst, ich müsste runterfarmen können. Und das wäre wichtig, oder? Das heißt, oh, Trombok. Trombok ist gerade nicht allzu geil. Dann hätte ich beide Schilde gebraucht, aber Felswurf tut hier zum Glück auch etwas weh. Nicht gerade viel, aber wenig Schaden ist besser als gar kein Schaden, oder? Leider schaffe ich nicht noch einen Move. Gar nicht cool. Oder schaffe ich es diesmal? Ja, schaffe ich. Du musst auf Samenbomben gehen. Gewinn den Gleichstand. Du setzt gar nicht erst ein. Du setzt einfach nicht ein. Du wirst aber auch nicht schilden, oder? Ein Schild wäre wichtig, denn ich brauche nicht mehr allzu viele Attacken für einen Eishieb. Kann ich komplett farmen. Ich glaube, ich muss hier gleich schilden und runterfarmen. Denn Pyroleo hat nun mal sehr effektive Sofortattacken. Reichen zwei Eishiebe, um dich zu besiegen? Komm schon. Eins, zwei, bitte schaff keinen Spukball. Bitte schaff keinen Spukball, weil ich weiß nicht, ob ich einen Einäschern überlebe. Oh, komm schon. Team Wildnis. Oh, ich muss es versuchen, ne? Das heißt, eins, zwei, einsetzen. Wenn das hier dich besiegt, wäre cool, glaube ich aber nicht. Ich bezweifle es. Ich muss nur das Einäschern überleben. Ein Einäschern muss ich überleben. Eins. Ich habe einfach Angst gehabt, dass der Schaden ankommt. Ich hätte mir, glaube ich, ihr wisst, was ich meine. Nein! Pyroleo, ein KP! Ich hatte Angst, dass wenn ich zwei Attacken mache, wie man es eigentlich macht, dass aus irgendeinem Grund das Spiel nicht mitspielt. Aber die nächste Sofortattacke hätte ausgereicht. Das ist doof. Das ist gerade richtig, richtig doof. Hätte ich da? Wie ist denn das eigentlich? Wenn ich beim ersten Mal zwei mache, funktioniert das ja problemlos. Aber beim zweiten bin ich ja gar nicht mehr im Timing, weshalb ich glaube, wenn ich zwei Sofortattacken mache, den Schaden schon abbekomme. Richtig? Deshalb hätte ich das, glaube ich, gar nicht anders spielen dürfen. Sehr ärgerlich. Es war super knapp. Cresselia mag ich auch nicht. Wo geht man dann rein? Wieder in Schlaraffel? Ah, Team Wildnis. Was ist denn los? Oh, Digga. Wie hart willst du mich kontern? Der Gegner so, ich bin's, Kobalium, ich nehme dich hops, ich nehme deine Backline hops, ha 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 ha, nur Scaraborn ist doof, aber das kriege ich auch schon in den Griff. Schönes Shiny, by the way, sehr schönes Shiny. Ich gehe hier drauf in der Hoffnung, dass ich dich irgendwie abschwächen kann, damit Scaraborn es später leichter hat. Ob das alles funktioniert, hey, da steht in den Sternen, das ist was ganz anderes. Aber wir schauen mal, Verteidigung sinkt, das ist das, was ich möchte. Ich bin so krass defensiv, dass ich problemlos eine Attacke überlebe und danach hast du vielleicht immer noch nicht die Möglichkeit, mich so leicht runterzufarmen, weshalb das schon okay ist für mich. Setzt du im Gleichstand ein? Du willst doch farmen. Verstehe ich auch. Eine Steinkante willst du mir dann drücken? Absolut nachvollziehbar. Die kann ich aber mit Scaraborn dann auch noch überleben. Nochmal eine Senkung. Perfekt. Perfekt. Leider gehe ich jetzt drauf, bevor ich meinen Body Slam habe. Ich bin zweimal geschwächt. Komm schon, hol aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Steinkante habe ich nicht die Möglichkeit zu schilden. Das wäre doof. Will ich gar nicht. Sanktoklinge. Nur der Köder. Aber die Frage ist, warum, mein Freund? Was hat dir das jetzt gebracht? Ist das so der Plan, dass man erst den Schild ziehen will und dann die fette Attacke drückt? Macht man... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich Cresselia. Was mache ich jetzt hiermit? Was mache ich jetzt mit meinen Bären? Uff. Uff. Okay, das Nette ist ja, dass ich hier schon Schaden austeilen kann. Ich weiß nur nicht, wie ich Cresselia besiegen soll. Hey, ich glaube, ihr dürft dieses Team nicht spielen. Das ist zwar spicy und es ist cool und der Schaden von den Bären hier ist fett, aber niemals nachbauen. Es endet nicht gut. Ihr geht so krass negativ. Das ist crazy.
Wie soll ich Cressenia loswerden mit beiden meiner Typen? Megahorn wäre wichtig. Viel Ender gegen Cressenia wäre jetzt gerade wirklich, wirklich wichtig. Ich habe mir aber gedacht, wegen dieser unnormal fetten Flugschwäche, die ich habe durch beide Typen, ist ein Felswurf tatsächlich auch essentiell. Ah, du kannst ja eigentlich Köder-Action machen und bist dann immer noch sehr glücklich. Schade, Marmelade. Ich will dich noch zumindest besiegen. Da ist der fette Move. Wichtig und richtig, den zu schilden. 1. 2. Zack, du hast deine nächste Attacke eingesetzt. Leider kann ich das hier, glaube ich, nicht mehr regeln, egal wie sehr ich das gerne würde. Oh, okay. Dich habe ich besiegt, trotzdem geht's nicht mehr. Ich wollte aber Glurak nochmal loswerden. Spicy ist dieses Team, empfehlenswert ist es nicht. Ich will zumindest einmal gewinnen. Das muss doch drin sein, oder? Einmal gewinnen, komm schon. Mach mich glücklich, Team. Tu mir den Gefallen, gewinn einmal und ich bin doch zufrieden. Ich bin doch dann echt zufrieden. Die letzten zwei Male jetzt hier zu gewinnen, wäre schon Wunschdenken. Und es wäre fett, hätte ich nichts gegen, würde ich begrüßen. Aber jetzt gar kein Win wäre schon eine bittere Pille, die ich schlucken müsste. Ich ziehe es aber durch, ne? Wenn wir einmal ein Team anfangen, ziehen wir das auch durch. Die Kimme. Ja, du hast eine Mondgewalt, aber wir schauen mal. Ich habe aber hinten dann noch eine Schwäche gegen halt Kampf, ne? Will ich versuchen, gleich irgendwas abzufangen? Will man das oder will man das nicht? Ich habe keine Ahnung. Soll ich dann jetzt gleich in mein Eichhörnchen? Du gehst raus. Das ist schön, dass du rausgehst. Das gefällt mir. Jetzt kann ich nämlich hier mitkommen. So, deine Sofortattacken, die machen mir gar nichts. Deine Ladeattacken, du hast entweder eine Psychokinese oder die Finsteraura. Beides macht jetzt nicht unbedingt zu viel Schaden. Und deine Sofortattacken resistiere ich. Und ich habe nun mal die Möglichkeit, dich jetzt abzuschwächen. Würde ich begrüßen, hätte ich schon Spaß dran. Zeig mal. Falls ich dich abschwäche, könnte der nächste dann schon ausreichen. Tue ich leider nicht. Ich setze aber dennoch ein, bevor du mir hier nochmal Schaden zufügst. Ich lade. Ach, eigentlich ist der Wechsel auf meiner Seite, ne? Komm. Eigentlich ist der auf meiner Seite. Wir fahren jetzt komplett runter. Da kommt dann von dir nochmal etwas, aber es stört mich nicht. Ich werde hier auch zwei Attacken zur Not durchlassen. Ich farm einfach komplett. Zwei hintereinander kannst du nicht mehr haben, da der nächste Kugelsaat, wenn ich den einsetze, nachdem der hier ankommt, dich besiegt. Das heißt, du bist jetzt weg und nach der Dunkelklaue hättest du dann auch deine Attacke. Dann gehe ich jetzt auf den Body Slam. Ich verliere den Gleichstand. Ich habe aber schon das Bedürfnis, eine Mondgewalt zu schilden. Ein Surfer würde ich überleben, du köderst auch. Perfekt. Sehr gut, egal. Das wiederum bedeutet, Surfer kommt. Schaden wird ebenfalls ausgeteilt. Willst du das durchlassen, spielst du hinten Doppelgeist? Spielst du Doppelgeist in Form von vorne eine Antwort? Du könntest abfangen, wenn du willst. Du hast vorne ja eine Antwort gegen die Unnichtschwäche, die du mit einem Doppelgeist-Typen hast. Geht das? Kommst du? Hast du das? Spielst du das? Oder spielst du was anderes? Jetzt überlebe ich, glaube ich, einen Surfer. Oh, das ist nice. Wollte ich gerade sagen, überlebe ich vielleicht gar nicht mehr. Aber, da ist das hier passiert, finde ich ja gerade umso schöner. So, ich lasse mich hier gleich dann einfach draufgehen und muss mal schauen, was mein Scaraborn und mein anderes Pokémon regeln kann. Jetzt mal Real Talk. Nehmen wir mal an, just for fun, ich farm dich jetzt komplett mit dem Eisbären. Wenn ich einmal schilde, habe ich dann das Potenzial, dich wegzuklatschen? Oder wäre ein Schild tödlich? Oh, das ist gut. Das ist gut. Wichtig und richtig. Der Eishieb sollte hier schon zimmern, ne? Und danach gehe ich einfach ins Scaraborn. Weil ich will nicht unbedingt schilden, oder? Warte mal doch. Wie viel macht der? Komm, wir machen das jetzt so. Gewinne ich den Gleichstand? Ach, perfekt, du setzt gar nicht ein. Eisbär darf dann doch nochmal einen Kampf gewinnen. Sehr, sehr schmackhaft. Sehr, sehr schmackhaft. Wichtig und richtig. Zack. Ich werde den jetzt auch schilden, weil ich dich jetzt farmen will. Du gibst einfach auf. Perfekt. Team Wildnis geht dann doch nochmal mit einem Win nach Hause. Perfekt. Hey, jetzt nochmal für die Ehre meines Teams. Einfach den zweiten auch nochmal gewinnen. Ehre ist so ein dummes Wort, ne? Ehre ist eigentlich schon ein dummes Wort. Wenn man sich dann in dieser Ehre gekränkt fühlt, weiß ich nicht. Ist nicht meins. Machen wir für die Motivation. Für die Motivation für die darauf folgenden Sets möchte ich gerne mit diesem Team noch einen Win holen. Falls diese drei Pokémon in einer anderen Teamkonstellation mal wieder in Erscheinung treten, wollen die ja nicht, dass man die nur noch in Erinnerung als Versager hat. Die kennen wir schon wieder. Okay. Diesmal spiele ich das ein bisschen anders. Ich hole mir zumindest eine Attacke und gehe dann raus. Ich werde dann die ganze Energie, die ich da drauf habe, mitnehmen. Einen Nahkampf ready zu haben, ist schon gar nicht so verkehrt. Schaut euch das an.
In der Theorie resistiert der Gegner meine Sofortattacken. Zwolok, du hast wahrscheinlich einen Body Slam und einen Gegenstoß. Du könntest auch Stromstoß spielen, finde ich aber spicy. Ich finde krass, dass man da die XL ready hat. Bemerkenswert. Hätte ich auch gerne, aber da fehlen mir, glaube ich, noch über 200. Denn das Pokémon war, glaube ich, eher seltener in Erscheinung getreten und eher selten zu fangen. Doof. Sehr, sehr doof. Doch der Gegenstoß direkt, der zimmert ja gar nichts raus. Der macht mir kaum Schaden. Habe ich hier die Möglichkeit, da noch ein bisschen was zu holen? Wir dürfen nicht unterschätzen, dass seine Sofortattacken sehr effektiv sind und der Gegner auch sehr tanky ist. Für die darauffolgenden Matchups versuche ich jetzt hier nochmal eine Abschwächung zu kriegen. Body Slam ist schon schmackhafter, weil auf Dauer kostengünstiger. Die Abschwächung? Perfekt. Ich kann es trotzdem nicht holen. Jetzt kommt gleich ein Body Slam. Komm, gleich dann verliere ich, da kommt der Body Slam. Kann ich jetzt mit meinem anderen Pokémon runterfarmen? Ich habe zumindest ein gegnerisches Pokémon rausgelockt. Stromstoß, welches eine Kampfschwäche hat. So, jetzt schaffst du hier nichts mehr. Kommt jetzt dein Dings zurück? Du hast halt mächtig Energie drauf, ne? Giratina. Sehr interessant. An sich brauche ich ja Scaraborn nicht mehr, ne? So, jetzt kann ich vielleicht noch mal ein bisschen Eisschaden rauskriegen, was schmackhaft ist. Jetzt kommst du hier mit rein. Weißt du, dass ich einen fetten Knuddler haben kann? Weißt du es? Ich meine, es sieht schlecht aus für mich. Die einzige Möglichkeit ist, da einen Knuddler zu landen und der wird dich one-shotten vielleicht. Glaube ich zwar nicht dran, weil du... ich habe keine Ahnung. Es wäre halt wichtig und richtig. Dafür müsstest du das nur noch durchlassen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du das jetzt hier einfach hinnimmst. So ist es dein Schicksal, vielleicht jetzt hier drauf zu gehen. Okay, ich bin ehrlich mit euch. Ich bezweifle, dass das noch was wird. Ich lasse jetzt die Zeit. Ich will noch ein bisschen zocken. Ich muss auch gucken. Ich habe halt das Bedürfnis, meine Sets am Tag hinzukriegen. Und wenn die Sache so ausgeht, dass ich das nicht mehr hinbekomme, werde ich den Kampf beenden. Schade, fett Klatsche gekriegt. Team Wildnis war nicht optimal. Macht es nicht nach. Es sei denn, ihr wollt Spaß haben. Wenn ihr Fun haben wollt, zockt, was ihr wollt, weil irgendwo kann jedes Team Spaß machen. Und wenn ihr damit gewinnen wollt, spielt vielleicht irgendwas anderes. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.